Hallöchen und herzlich willkommen zu Iron Conflict, einem neuen Multiplayer-Spiel im Stile von World of Tanks, World of Warships, War Thunder, so alles so ein bisschen eine Mischung. Ist im Early Access, ganz wichtig, sollte man nicht vergessen, dass das Spiel im Early Access ist, wenn man sich hier damit beschäftigen möchte. Auch wenn man hier diese Videos sich anschaut, ich habe ganz fleißig schon mal die Tutorials durchgespielt, etwas, was ich eigentlich nie mache, aber ich habe es diesmal gemacht, damit ich nicht komplett lost gleich in die ersten Matches reingehe. Und ich kann schon mal sagen, es spielt sich eigentlich relativ einfach, aber es ist doch trotzdem auch sehr komplex. Also so, man kann viele Mini-Aktionen ausführen, es gibt viele Eigenschaften bei den Einheiten. Es kann Infanterie zum Beispiel Rauchgranaten werfen, Minen legen. Man sollte Panzer, zum Beispiel schwere Panzer nutzen, um quasi feindliche Panzer abzulenken und damit leichten oder Medium-Panzern dann quasi in den Rücken zu fallen, solche Geschichten. Und ja, dann sehen wir zum Beispiel auch Sachen. Wir sehen zum Beispiel den Tech Tree. Da gibt es zum Beispiel die Eagle-Fraktion, dann gibt es die Dragon-Fraktion mit ihren eigenen Einheiten und auch den eigenen Flugzeugen und eigener Infanterie. Das sehen wir auch hier. Das sind Scouts. Dann haben wir hier Fighter Aircraft, also quasi Nahkampf, Bomber und dann halt Scouts. Und dann natürlich noch Heavy Tanks, Artillerie, leichte Panzer und Tautartillerie. Line und Bear gibt es aktuell nicht. Mal gucken, was da noch so kommt. Flugzeuge haben hier nur Fighter Aircraft bei Dragon drin. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt aktuell gar nicht, wie das funktioniert. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, natürlich, Store gibt es auch schon drin. Ich habe jetzt hier mir ein paar Formationen erstellt. Also einmal Eagle zum Beispiel, Light Tank, Heavy Tank und Kampfeinheit. Ich weiß jetzt halt nicht, welche Formation, ob ich die einfach alle mir nachher aussuchen kann oder nicht, das weiß ich noch nicht. Es gibt auch noch Skins im Spiel, da kann ich jetzt aktuell keinen auswählen, weil ich noch keinen habe. Wir könnten reparieren, das würde wahrscheinlich dann Geld kosten, also ich habe nichts zum Reparieren. Verschiedene Schlachtformen könnten wir auch noch auswählen, aber es gibt aktuell keinen. Ich habe 3 Nachrichten. Ah, oh, Login Gift Pack, oh, dankeschön. Oh, dankeschön. Das claim ich doch gleich. Was ist denn das hier schönes? Reward Bonus. Use this to get double rewards. Hm, cool. Dann 500 Silber. Oh, das ist 500.000 Silber. Oh, ist das 500.000 Silber. Dankeschön, dankeschön. Early Access Founder Gift Pack. Ich bin ein Founder. Ja, ja, ich sehe zwar nicht, was es ist, aber ich stelle mir vor, es sind einfach coole Belohnungen. Deswegen claimen wir das einfach mal. Ah, jetzt sehe ich es. 100.000, oh, 2.000 Gold, das ist nice. Ah, hier Leopard Camo, Giraffe Camo. Ah, da ist mein Zeug. Habe ich schon gewundert, wo das Zeug ist. Und 90 Tage Premium-Account. Jetzt haut aber raus hier, Leute von heute. Ja, das kriegt ihr alles, wenn ihr vorbestellt habt. Wenn ihr nicht vorbestellt habt, dann habt ihr wohl Pech gehabt, ne? Kann ich jetzt meinen Skin anpassen hier? Ne, da habe ich trotzdem keinen Skin. Wer hat denn hier Skin von den Jungs? Der da? Auch nicht. Naja. Schau mal. Wenn es soweit ist, jetzt habe ich hier noch irgendwas mit Store, mit Ausrufezeichen. Claim, ah. Da konnte ich was claimen. Kann ich nochmal claimen? Limited Time Reward Bonus? Ne, kann ich nicht. So, dann würde ich sagen, wir joinen mal ein Battle und gucken wir mal, was passiert. Ah, da geht's auch schon los. Und wir sehen, wir spielen mit 10 Leuten im Team. Und ich habe nur meine eine Einheit. Okay, wir haben jetzt Medium Tank, Heavy Tank. Das sind unsere Boys. Wir haben auf alle Fälle ein paar Flugzeuge. Das ist mein Jäger. Dann haben wir zweimal Scout und einmal Bomber, okay. Okay, bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Die Karte, kann ich die schon ein bisschen ausspionieren? Ja. Okay, großes Schlachtfeld. Ja, das ist auch so ein bisschen so an Rouge, an Red Dragon und solche Geschichten. Aber ich bin mal gespannt. So, wo sind wir? Da sind wir. Dann schicken wir unsere Boys mal direkt los. Und dich schicken wir zum Support mit dazu. Name. Ich wollte mich übrigens Gaming-Krabbe nennen, aber dreimal dürft ihr raten, wer sich nicht Gaming-Krabbe nennen konnte, weil man darf nur 10 Zeichen im Namen haben. Ich hab mir gedacht, so wollt ihr mich verarschen eigentlich, so. Oh ja, ernst, kann ich eigentlich auch hier unten auf die Karte? Ja, kann ich, okay. Schicken wir uns die Jungs gleich mal vor. Das Flugzeug schicken wir zu den anderen Flugzeugen mit hin. Es gibt quasi gleich einen fetten Dogfight. Autofire ist an. Oh, da geht's auch schon los. Scheiße. Da, greift das Flugzeug an, bitte. Sehr gut, er schießt schon. Erste Flugzeug könnte direkt Geschichte sein. Perfekt. Meine Panzer sind hier ziemlich open field aktuell. Oh, da ist der Bennett. Der Bennett rusht vor, Alter. Der haut raus. Was mit meinem Flugzeug? Oh, mein Flugzeug hat Probleme. Mal bitte an das Flugzeug mit ran. Ist mir aktuell wichtiger. Ah, verdammt, die halbe Welt ist hinter uns. Brauchen dringend. Haben wir irgendwas mit Anti-Air? Nein, ich glaube nicht. Scheiße. Ja, mein Flugzeug ist gleich Geschichte. Wir haben halt leider kein Anti-Air. Das ist das Problem. Das ist blöd.
Ohne Anti-Air kannst du das hier natürlich knicken. Okay, bewegen uns jetzt mal in die Wälder da rein. Ah, da kann ich nicht rein. Also man kann sich auch in Bäume bewegen. Mein Flugzeug ist Geschichte. Scheiße. Okay, nächstes Mal Memo an mich. Wahrscheinlich dann doch mal ein bisschen was für Anti-Air machen. Oh, ah, da ist einer. Sehr gut. Später im Spiel gibt es da richtig fette Upgrades. Oh, da sind Feinde. Da ist der Feind. Schießt. Ja, okay. Sehr gut geschossen. Wirklich, habt ihr toll gemacht. Ganz fein habt ihr das gemacht. Wir bleiben jetzt einfach mal hier. Oh, der hat den Baum gefällt. Oh, warte mal, umdrehen, umdrehen. Jawohl, da kriegt er auf die Schnauze. Sehr schön. Ah, er gibt uns aber auch auf die Schnauze. Aber wir geben ihm auch auf die Schnauze. Also quasi jeder gibt jeden auf die Schnauze. Aber ich krieg auf die Schnauze. Jawohl, der Panzer ist weg. Er hat auch geschossen. Hallo, bewegt euch mal kurz woanders hin. Aber behaltet das Feuer bei. Ah, das ist ja hochskillig, was ich gerade mache in meiner ersten Schlacht. Oh, perfekt. Der hat uns den Arsch zugedreht. Oh, perfekt. Sehr gut, Leute. Habt ihr fein gemacht. Zweite Panzer zerstört. Sehr gut. Die Schlacht. Wir haben zwar keine Luftüberlegenheit, aber da ist ein Victory Point. Den könnten wir mal versuchen zu erobern. Was bringt mir denn Victory Points? Weiß nicht, ob man da irgendwas bekommt oder nicht. Vielleicht kriegt man da irgendwie eine Medaille oder so. Und ich muss sagen, das ist ein cooles Spiel eigentlich, ne? Ich finde es schön, dass ich dieses Spiel unterstützen kann, hier mit diesem Video auch. Ihr könnt natürlich auch alle Links in den Videobeschreibungen finden. Und wenn euch das Video gefällt, dürft ihr natürlich auch gerne bewerten. Und ihr dürft natürlich auch gerne abonnieren. Ja, diesen Kanal natürlich. Wenn ich jetzt hier einfach mal ganz frech den Victory Point mir snacke. Muss jetzt halt aufpassen. Oh, jetzt schießen die auf uns. Wer genau? Was ist denn die Range eigentlich von dem Panzer? Yo, also irgendwas schießt hier mit einer High Range. Ach, die Artillerie wahrscheinlich. Es gibt ja auch Artillerie in diesem Spiel. Und ich denke mal, dass der ein oder andere Spieler schon etwas mehr freigeschalten hat als ich. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Dort 30 Sekunden dieses wunderschöne Fleckchen zu erobern. Hallöchen. Der Bennett, der alte Sack mit seinem MA 118. Ist, oh Gott, da oben kommt große Feindverbände. Was ist das hier eigentlich? 82, 81, 80? Scheiße, die haben halt... Ja, halt Luftüberlegenheit. Das ist halt asocial, muss ich sagen. Es ist asocial. Wirklich, ohne Witz. Gibt auch hier ein Stadtgebiet. Das ist schön für Infanterie. Also das ist was für alles dabei. Infanterie haben wir. Wir haben bergiges, hügeliges Gelände. Und da haben wir natürlich Open Field. Open Field natürlich für die Panzer wichtig. Die Städte und das Gebirge. Oh Gott. Was macht der denn da? Kommt Infanterie? Wie dumm ist denn das? Die Infanterie opfert sich einfach quasi. Oder auch nicht, das werden wir jetzt gleich sehen. Okay, er fährt einfach rein. Oh, da kommen Flugzeuge. Okay, wir haben die Infanterie auf alle Fälle mal zerstört. Wir müssen aufpassen, das sind aber nur Fighter. Nur Fighter. Da ist ein Bomber. Oh, das ist problematisch. Ah, da kommt ein Panzer. Scheiß Bomber wird wahrscheinlich gleich mich kaputt machen. Na, er hat mich nicht getroffen. Oh, was schießt denn da noch? Irgendwas schießt hier noch auf mich. Jedenfalls haben wir den Panzer zerstören können. Scheiße, ist das hier Action, Alter. Okay, und die Jets kriegen alle auf die Schnauze. Wir haben noch mehr Spieler aktuell. Also der Feind hat bereits 4 Spieler verloren. Komplett. Wir haben auch mehr Punkte jetzt, dadurch, dass wir jetzt mal einen Victory Point halten. Geil, ich bin einfach ein Pro-Gamer. Muss man einfach akzeptieren. Ich bin einfach der Beste. Entschuldigung. Ich weiß, war Bullshit. Ich bin kein Pro-Gamer. Ich bin der letzte Noob eigentlich. Ah, haben wir auch erobert, ne? Ne, das ist... Warte mal ganz kurz. Habe ich das nicht erobert? Hä? Ich dachte, ich hätte das schon erobert. Oh, das ist ein Bomber. Ich weiß nicht, warum der Bomber nicht Bomben auf mich schmeißt. Ich glaube... Ja, super, der hat in den Wald geschossen. Junge, warum fährst du nicht? Hallo? Ja, nicht schießen, fahren sollst du... Hallo? Hallo? Ah, ganz toll, er ist verbuggt, oder was? Ah, er ist tot. Scheiße. Irgendwas hat ihn kaputt gemacht. Ich habe noch eine Einheit, das ist alles, was zählt. So, das nächste Flugzeug ist kaputt. Was ist da? Da schießt noch irgendwas. Das ist noch ein ganz leichter, kleiner Jet. 62, 60. Da tickt jetzt eine Zeit runter. B wird vom Feind eingenommen. Hm.
Das ist schön, dass der Feind B einnimmt. Wir haben trotzdem mehr Punkte. Und die haben noch, wir können mal kurz gucken. Die haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einheiten. Wir haben 4, 6, 8, 10, 11, 13, 5, 16. Also wir haben doppelt so viele. Das ist alles, was zählt. Was macht der denn da? Der chillt da einfach nur ein bisschen. Ja, ja. Ballert es weg, das Ding. Haus weg. Ratatata. Tschüss. Bumm. War seine letzte Einheit. Der nächste Spieler ist raus. Ich sehe Feindbewegung. Und zwar Artillerie. Ah, die Artillerie hat bestimmt vorhin noch auf mich geschossen. So, jetzt mal gucken, was passiert, wenn das hier runter tickt. Bei C, die Zeit. Jetzt ist die Zeit bei 0. Und jetzt nehme ich es ein, oder was? Krass. Also es muss erst runterlaufen, die Zeit, und dann nimmt man es erst ein. Okay, gut zu wissen. Wohin schießt du denn so freudig? Ah, auf den Jet da unten. Was auch immer der da macht, der wird ein bisschen chillen. 416 Punkte, also die haben es Capturing noch. Nee, jetzt hat die, nehmen es weiter ein. Das dauert halt einfach nur so lang. So, jetzt haben sie B eingenommen. Aber wir halten da A schon viel länger. Das heißt, die müssen jetzt eher erstmal hergehen und müssen ein bisschen anderes Zeug erobern. Was haben wir denn hier? Tank und Support. Ah, okay. So. Oh, sorry, falsch. Wieder Rückwärtsgang reinhaut. So, scheiße, Leute. Sorry, ich wollte hier nicht sein. Okay, die kriegen. Ah, nee, das war's. Also, der ist auch tot. Ist ja super. Jetzt haben die noch zwei Sachen. C gehört auch gleich uns. Perfektissimo. Ist die Schlacht gleich vorbei? So, Modus sei. Was ist denn das hier, was da noch lebt? ZLP54. Klingt nach. Ach, das war die Artillerie, oder? Das ist der Jet hier, was da noch lebt. Und die Artillerie, glaube ich, war da unten noch irgendwo, ne? Das heißt, was wir jetzt hier machen könnten zur Unterstützung. Warum erobert ihr die Flagge nicht einfach? Jetzt mal ohne Witz. Hm? Könnt ihr einfach die Flagge erobern? Dann wäre es noch schneller. Ging aktuell 2 Punkte pro 1/3 Sekunde, habe ich das Gefühl. Warte mal, 2, 4, 6. So 6 Punkte pro Sekunde, glaube ich, in etwa. Das heißt, wir wären in circa 50 Sekunden fertig. Wobei, es ist eine sehr grobe Rechnung gewesen. Muss erstmal B nochmal mit einnehmen. Sehr schön. Haben wir die erste Schlacht direkt gewonnen und ich glaube, ich war gar nicht so unbeteiligt daran. Ich habe einige Kills gemacht, auch wenn wir direkt am Anfang unsere Infantry verloren haben. Aber das ist. Ne, die haben gewonnen, okay. Alle feindlichen Einheiten wurden vernichtet oder haben sich ergeben. Und damit ist die erste Schlacht gewonnen worden. Welch historisches Ereignis, würde ich mal sagen. Schön, hat Spaß gemacht. Dann machen wir doch gleich noch die nächste Folge hinterher. Schauen wir uns aber erstmal kurz den Endscreen an. Also, wir haben insgesamt 4 Kills gemacht. Das Ding war komplett nutzlos. Ich würde fast sagen, ich tausche den mal gegen was anderes aus. Ich habe Reward Boost die Chance. Das mache ich aber nicht. Bin ein Rookie-Fighter, weil ich weniger als 5 Kills gemacht habe. Junge, ich habe 4 Kills gemacht. Was ist denn das für ein Rassismus? Schauen wir kurz die Teamkills an. Da bin ich auf Platz 4. First Spots habe ich einen leider nur. Nee, gar keinen. Wo bin ich denn da? Doch hier, nee, 2 habe ich gemacht. Flex, First, Seized, gar nichts. Assist Damage, da bin ich auf Platz 1 sogar. Ja, ich bin auf Platz 1 bei Assist Damage, Leute. Sehr schön. Und dann schau mal, jetzt muss ich die reparieren lassen. Mhm. Kostet, also es gibt Free Repair, aber man kann auch manuell reparieren. Kostet 99. Aber ich könnte jetzt auch einfach hergehen und könnte sagen, ich spiele es einfach als Dragon, ne? Also quasi die andere Formation. Fighter, Anti-Air. Jetzt, wo ich Bescheid weiß, würde ich die Formation vielleicht nochmal gerne überarbeiten. Das ist ein Kämpfer, Infanterie. Das ist ein Heavy Tank, ne? Weil ich eigentlich mit der Formation so relativ zufrieden bin. Ne, komm, wir spielen es einfach mal als das hier. Gibt es hier einen Skin für den da? Das ging dieses Mal sehr schnell. Und bestimmt kenne ich die Hälfte von den Leuten schon. Ja, Bennett ist wieder mit bei uns dabei. Enzo ist wieder mit uns dabei. Die waren ja vorhin auch schon mit bei uns mit dabei. Sehr schön, diesmal haben wir auch Anti-Air. Wir starten von der anderen Seite. Ich würde gleich mal sagen, wir schicken unsere Infanterie-Boys. Schicken wir dann gleich mal Richtung Stadt hoch. Mit Panzer und die Artillerie, die Anti-Air, die schicken wir einfach mal quer aufs Schlachtfeld. Das ist einfach mal der Plan. Also, pass auf, 2.
geht direkt mal da hoch, zusammen mit dem Panzer. Und ihr unterstützt mal gar nichts für den ersten Moment. Ist halt immer riskant. So, es gibt nachher richtig geile Anti-Air. Die Dinger hauen richtig rein, was es da später gibt. Aber die musst du erstmal freischalten. Das ist halt auch auf Langzeitmotivation ausgelegt. Und bis jetzt macht das Spiel keinen schlechten Eindruck. Aber es dürfte sicherlich eine Weile dauern. Man, die Grafik ist sinnvoll. Sie ist einfach gehalten. Es ist nichts Spezielles. Ist jetzt aber auch nicht hässlich. Sie erfüllt einfach ihren Zweck. Und das taugt dafür quasi. So. Was wir jetzt hier mit euch machen, ist dann direkt mal... Gibt hier überall schon mal Kämpfe. Ja, der hat auch Anti-Air mit dabei. Okay, ich glaube, die kommen gleich. Ja, dann bauen wir unser Anti-Air-Geschütz auf. Autofire ist an und dann kannst du direkt mal losballern. So, dann kann ich den jetzt alleine da stehen lassen. Wenn er zerstört wird, wird er zerstört. Wir machen schon mal den ersten Schaden an den feindlichen Einheiten. Da sehen wir übrigens die Munition. Der muss halt hier nur wieder nachladen. Ah, jawohl, das erste Flugzeug ist down. Schießen die jetzt auf mich oder schieße ich weiter noch? Ne, ich schieße noch weiter. Jetzt muss er erstmal nachladen, leider. Infanterie ist on the way. Na, Heavy Tank ist halt im Stadtkampf nicht so ideal. Meine Artillerie schießt einfach nur. Jo. Okay, er steht ein bisschen zu weit hinten. Also, mach dich wieder mobil, hol dein Auto zurück. Dann fährst du ein bisschen weiter vor. Tust da hinten dann nochmal dich aufstellen. Ich würde die gerne unterstützen, weil ich möchte nicht, dass die auf die Schnauze kriegen alleine. Ihr Jungs, rückt auch mal hier hin vor. So, wieder Launch-Mode aktivieren. Etwas weiter vorne jetzt dieses Mal. Da geht's auch direkt los, jawohl. Da wird direkt geballert. Hier rechts sehen wir den Damage, den meine Flak macht. Und das ist richtig viel Damage. Also wir haben gerade richtig raus, jawohl. Nächste Flugzeug ist down, nächste Flugzeug ist down. Sehr schön, Ziel erreicht. Ich habe viel Flugzeuge. Also mit Flugzeugen alleine gewinnst du aber keine Schlacht, meine Freunde. Da würde ich euch schon mal empfehlen, etwas mehr aufs Schlachtfeld zu schmeißen als nur Flugzeuge. Oh, da war ein Panzer. Oh, den habe ich aus Versehen zerstört, sorry. War nichts Persönliches, Digga. Echt nicht. Ich bin einfach Pro, ich bin einfach der beste Spieler hier. Ihr Opfer. Ich bin der Pro. Oh, was ist da? Der Norman. Hallo, Norman. Oh, der hat ein Problem, der Norman. Was ist denn da unten eigentlich los? Ah, da unten ist die feindliche Armee. Wir haben sie gesehen. Oh, der Norman hat rausgehaut. Ich befürchte fast, wir ziehen dich mal zurück, weil das könnte hier sonst böse enden. Kannst du dorthin? Ah, verdammt, wo fährt der lang? Ah, bitte nicht da oben lang. Doch, scheiße. Nee. Mal unten lang bitte, falls möglich. So, C wird gecaptured. Ist meine Infanterie eigentlich? Wenn ihr noch langsamer lauft, gehe ich in Rente. Ja, es geht um A letzten Endes, glaube ich. Wir müssen auf alle Fälle dann gleich mal... Oh, da ist ein Panzer. Es ist kein Panzer, das ist... irgendwas anderes. Leider haben die nichts, was sie stark macht. Die haben keine Eigenschaften oder irgendwelche Traits. Das Ding habe ich noch nicht eingenommen, es ist aktuell umkämpft. Okay, es ist kaputt, so. Warum immer wir das Einnehmen gestoppt haben. Wahrscheinlich, weil er geschossen hat. Wahrscheinlich wurde dann die Offensive gestoppt quasi auch. Also das Capturen. Jetzt nehmen wir es wieder ein. Ne, wir verlieren es. Hä? Hallo? Ach nee, das ist A. Lol. Da sind jetzt gerade natürlich feindliche Truppen ohne Ende. Wir schicken mal den Panzer mit runter. Ich schicke die Artillerie mit runter. Versuchen das zu supporten. Was ist da? Das sind Fighter. Die schießen auf Flug... Das ist natürlich auch. Das kannst du natürlich auch machen. Auf dem Flugzeug schießen mit Fightern. Ah, verdammt. Leute, es sieht schlecht aus gerade. Unsere Boys haben richtig reingeschissen. Sehe ich gerade. Wir haben fast einen Großteil unserer Truppen verloren. Da unten fährt noch einer rum. Der gute Enzo. Da ist noch ein bisschen Artillerie, aber... Ja, ansonsten... bin ich ja eher ein Optimist, aber in dem Fall bin ich eher der Pessimist hier. Also ungelogen jetzt gerade, wir sind hier ein bisschen am Sack. Oh Gott, da schießen Panzer auf uns. Die haben natürlich eine gute Position. Leider haben wir auch keine Bomber. Hier Bomber reinhauen, das wäre natürlich sehr nice, aber hast du natürlich leider nicht in der Situation. Scheiße. Boah. Das sieht nicht gut aus für uns.
Zwei C58 sind jetzt zwar am Anmarsch, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Wir bewegen uns mal ein bisschen durch die Wälder. Wo sind die Fighter? Die haben sich unbewegt. Mhm. Übrigens unbewegt. Hallo? Stopp. Oder ihr baut euch einfach mal auf. Was schießt denn da so? Okay, er schießt auf irgendwas. Auf was schießt er denn? Leute, schießt einfach auf Panzer. Geil. Leute, vorrücken. Und feuern. Warum nehmen wir den B nicht ein? C nicht ein. Schau mal, ich stehe hier einfach nur die ganze Zeit. Aber wir nehmen es einfach nicht ein. So, als ob es keinen jucken würde. So, meine Flak schießt weiter. Leider juckt das meine... Oh Gott. Kannst du mal schießen? Ah. Schlechte Position zum Schießen. Wegen uns langsam, aber sicher weiter vor. Das ist ein Taktikspiel. Ja, aber den ersten haben wir schon mal kaputt gemacht. Noch ist nichts verloren. Oh, nein, da hinten hinter uns ist der Feind. Schieß noch das Ding kurz einmal weg. Danke. So, einmal umdrehen. Ihm im Rücken schießen, wenn möglich. Warum so lange drehen? Schieß, schieß, schieß. Schieß, schieß, schieß. Schieß, schieß, schieß. Okay, umdrehen. In den Rücken schießen. Sehr gut. Aber schießt nicht auf mich, ich schieße auch nicht auf euch. Doch, eigentlich schon. Schießt den Panzer noch weg. Ein Hit. Sehr gut. Incredible. It's incredible what I'm doing here, ladies and gentlemen. This is unbelievable. It really is unbelievable. So. Ja. So einfach kann das sein. Den schicken wir mal mit da rein jetzt. Ich sehe hier irgendwo Feinde. Da unten irgendwo. Boah. Episches Battle hier, muss ich sagen. A wird übernommen. C nehmen wir jetzt auch mal ein nach 10 Jahren endlich. Und die Artillerie stelle ich hier oben hin. Die Anti-Air. Die haben jetzt noch Scout und Infanterie. Die haben noch Infanterietruppen etc. Aber ich weiß nicht genau wo und warum die nichts machen. So, hier einmal kurz auspacken. Hier so ein Geschenk. Ah, es wird auch schon geschossen. Sehr schön. Weißt du noch nicht, auf was wir hier schießen? Ah, auf die da schießen wir. Leute? Alles klar. Ah, jetzt hat. Meine Flak schießt hier wieder schön. Nein, die Sichtweite ist weg, verdammt. Und ich kann meine Infanterie gerade nicht nutzen, weil die da oben noch rumhängt, seit 10 Jahren. Aber wir haben schon mal zwei Ziele übernommen. Wir haben jetzt zwei Ziele gleich und die haben nur ein Ziel. Das heißt, wenn wir lang genug durchhalten, dann würden wir vielleicht sogar gewinnen. C ist jetzt ganz offiziell in unserem Besitz. Sehr gut, dann kann ich jetzt die Infanterie endlich mal nutzen nach 10 Jahren. Leider dauert das jetzt erstmal 100 Jahre, bis sie sich irgendwo hinbewegen können. Ja, was wir jetzt hier machen ist, ich weiß es gar nicht. Sollte ich die da stehen lassen und versuchen, die Flak zu zerstören? Können wir kurz gucken, dass wir uns unten lang bewegen vielleicht. Ich bin der Letzte, ich habe noch alle Einheiten. Ne. Jawohl, perfekt, schießt. Der schießt vorne auf mich drauf, ist aber ineffizient und meine Flak trifft ihn perfekt. Sehr gut, damit ist er zerstört. Da ist Infanterie. Meine Flak juckt es einfach nicht. Was ist eigentlich euer Problem hier? Jo, war ein super Treffer, Leute. Habt ihr echt fein gemacht. So, jetzt schießen die da hinten gleich wieder mit. Jawohl. Haben wir die zerstört? Ja. Jetzt leben noch drei feindliche Einheiten. Leider auch zwei Panzer. Das ist das Hauptproblem in der ganzen Geschichte. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil das mit den Panzern kann auch schief gehen. Ich gehe aber nicht in die Offensive, weil wir haben zwei Ziele, die haben nur eins. Das heißt, unsere Zeit tickt schneller als ihre Zeit. Also nach meiner Rechnung sollten wir das Spiel gewinnen können. Die brauchen noch 100 Punkte, ich brauche noch 200 Punkte. Aber ich kriege ja doppelt mehr Punkte wie die. Und deswegen denke ich, gewinne ich dieses Spiel alleine. Ich habe das alleine, dieses Spiel gewonnen. Da bin ich mal auf die Belohnung gleich gespannt. Ja, wir werden gewinnen. Die können jetzt machen, was sie wollen. Die werden nicht mehr gewinnen. Ich weiß noch nicht, warum die mich nicht angegriffen haben mit ihren zwei schweren Tanks. Die müssen doch gesehen haben, dass mein Panzer fast kaputt war. Und die Anti-Air ist doch einfach useless im Close Combat. Ja, das war ein taktischer Meisterstreich meiner Seite, würde ich sagen. Es gibt keinen Chat, oder? Gibt es hier einen Chat doch? Warte mal, gibt es hier einen All-Chat? Was habe ich jetzt? Ich habe die Konsole irgendwie geöffnet. Ich habe eine Konsole geöffnet.
Okay. Aber jetzt, pass auf, 980 gegen 950. Wir haben gewonnen. Jawohl. Perfekt. Hätte ich nicht erwartet, dass ich das alleine wirklich gewinnen kann, weil die waren ja alle tot von mir. Ganze Sippe war tot, die hatten ja alles erobert und dann haben wir es mit einem Panzerrush mit ein, zwei Freunden dann doch noch geschafft, das Blatt zu wenden. Geile Sache. Also das Spiel hat für mich Potenzial, es ist sehr unterhaltsam. 1000 Resource Points haben wir bekommen. Ich bin der MVP. Ich bin der War Machine. Meiste Kills. Ich habe mehr als 10 Kills gemacht. Gut, ich habe weniger Leute gespottet und so bla bla. Aber ich habe insgesamt 11 Kills gemacht. Unser Panzer alleine mit 7 Kills. Unglaublich, richtig krass. Machen wir gleich einen Reward-Bonus mit rein. 23.000. Schaut das Team an, bitte. 11 Kills. Bennett war auch wieder. Bennett ist ein guter. Leider kann ich ihn nicht adden. War eine gute Schlacht, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Haben gleich noch eine Mission abgeschlossen bei Dailies. Und zwar, alle drei Einheiten müssen überleben. Das haben wir geschafft. Dankeschön. Gibt auch so eine Art Battle Pass hier unten. 21 Quests abschließen, kriegt man immer Errungenschaften. Und ich soll den meisten Schaden machen. Okay, gut. Aber ich würde sagen, hier an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal zu Iron Conflict. Macht's gut. Tschüss.